Du willst ein großer YouTuber werden mit hunderttausenden Abonnenten, zahlreichen Fans und mehr Erfolg, als du dir heute denken kannst? Der Weg ist hart, schwer und dauert auch durchaus sehr lang. Doch heute habe ich insgesamt 5 Anzeichen dafür, dass du es eines Tages schaffen wirst, ein erfolgreicher YouTuber zu sein. Dafür habe ich mir zahlreiche Kanäle angeschaut, bevor sie erfolgreich waren, um Zusammenhänge zu erkennen und nutze zusätzlich noch mein Wissen über das allgemeine Businessleben, was ich mir in den letzten Monaten mit mehreren Büchern angeeignet habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Hey, ich bin Wo und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass doch jetzt ein Abo da, weil du so kein weiteres Video mehr verpassen wirst. Seien wir doch mal ehrlich, jeder von uns hat irgendwann schon mal davon geträumt, hauptberuflich YouTuber zu sein. Und auch die, die YouTube klar als Hobby betreiben, können von diesem Video ja bestimmt noch was lernen, weil man möchte YouTube ja doch so erfolgreich wie möglich betreiben. Heute habe ich insgesamt 5 Anzeichen dafür, dass aus euch mal erfolgreiche YouTuber werden. Wie gesagt, ich werde auch mein Wissen aus Büchern hiermit einbauen, denn YouTube ist so gesehen ja auch eine selbstständige Tätigkeit, beziehungsweise wenn man es sehr groß macht, vielleicht auch schon ein Unternehmen. Ich werde euch die Bücher, die ich gelesen habe, auf jeden Fall auch mal in der Videobeschreibung verlinken, sind definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Kommen wir zu Anzeichen Nummer 1. Du hast ein klares Ziel. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal drüber nachgedacht hat, YouTuber zu werden und möglicherweise auch davon leben zu können. Doch nur die wenigsten können es. Einer der Hauptgründe dafür ist es, dass viele Leute auch nur drüber nachdenken, sich vielleicht vorstellen, wie schön es doch wäre, aber dann kommt der Plan wieder in die imaginäre Schublade und wird dort vergessen. Das sind nun mal die Träumer unter uns. Wer daraus aber ein Ziel formuliert, sich einen Plan erstellt und direkt anfängt daran zu arbeiten, der wird es auch schaffen. Bestes Beispiel dafür ist jetzt zwar kein YouTuber, dafür jemand, den jeder von euch kennt. Ed Sheeran. Ein absoluter Weltstar, der vor einigen Jahren aber noch ein unbekannter Straßenmusiker war. Im Jahr 2011, als ihn auch noch keiner wirklich kannte, setzte er jedoch den Tweet ab: "Gib mir ein paar Jahre. Ich habe einige große Pläne." Ed wusste genau, was er will und war bereit, alles dafür zu tun. Und ich denke, der Rest, der spricht für sich. Anzeichen Nummer 2. Du bist unglaublich ehrgeizig. Einen Plan zu erstellen, einen Kanal zu starten und dann überall rumzuerzählen, man macht jetzt ja YouTube, das kann doch so ziemlich jeder. Aber sich dann den Allerwertesten aufreißen, täglich stundenlang zu arbeiten, das können doch wieder die wenigsten. Ich weiß, nicht jeder von euch hat dieses Ziel und dann braucht ihr euch auch nicht unbedingt angesprochen fühlen. Aber es ist nun mal so in unserer Gesellschaft, viel zu viele Menschen sind einfach zu faul, ihren Traum zu leben. Sie wollen nicht einfach mal 2 bis 3 Jahre jetzt opfern und alles geben. Stattdessen leben sie, bis sie 40 sind, bereuen es dann, nie angefangen zu haben, gehen jeden Tag von 9 bis 5 arbeiten, hassen ihr Leben und das alles nur, weil es damals bequemer war, YouTube-Videos zu gucken, als da welche zu erstellen. Klar, dieses Midlife-Crisis-Szenario jetzt ist ein Extrembeispiel, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall, wenn diese Beschreibung jedoch nicht auf euch zutrifft, ihr wirklich alles gebt für YouTube, dann habe ich sehr gute Neuigkeiten für euch. Selbst wenn eure Videos aktuell der größte Müll sind, wenn ihr 100% gebt, um besser zu werden, dann wird auch eines Tages der Erfolg kommen. Das lässt sich übrigens auch auf alle anderen Abschnitte des Lebens übertragen. Anzeichen Nummer 3. Du machst YouTube aus Liebe. Das ist wahrscheinlich Voraussetzung Nummer 1, um jemals erfolgreicher YouTuber zu werden. Du kannst noch so viel Ehrgeiz haben, wenn du YouTube nur machst, um Fame zu werden, dann ist YouTube nichts für dich. Wer YouTube allerdings liebt, also wirklich liebt, der hat sehr gute Karten. Wichtig ist allerdings, dass ich damit das Erstellen von Videos meine und nicht den Konsum. Auf jeden Fall, erfolgreich auf YouTube zu werden, erfordert viel Arbeit. Aber wenn man etwas wirklich liebt, dann fühlt es sich auch gar nicht an wie Arbeit. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat stammt, aber im Kopf habe ich Folgendes. Arbeite viel für etwas, das dich nicht interessiert, und es ist Stress. Arbeite viel für etwas, das du liebst, und es ist Leidenschaft. Und ich denke, das kann jeder von euch bestätigen, der etwas macht, das er liebt. Ich zum Beispiel merke es ja selbst bei mir, ich kann den ganzen Tag für YouTube arbeiten und die Zeit vergeht wie im Flug. Weiter geht's mit Anzeichen Nummer 4. Du bildest dich immer weiter. Einen der größten Fehler, den die Leute machen, ist, dass sie nur während der Schulzeit lernen. Ja, in der Schule lernt man tatsächlich sehr viel und auch mehr, als man im ersten Moment vielleicht denken könnte. Aber die Schule bildet sehr allgemein. Skills muss man vor allem in kleineren Nischen auf jeden Fall sich selbst beibringen. Im Buch Think and Grow Rich, was ich euch auch verlinken werde, gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Kapitel zu diesem Thema. Und auch der Gründer von Alibaba, Jack Ma, hat zu seinem Sohn gesagt, es sei nicht schlimm, wenn er in der Schule nur im Mittelfeld ist, da er so mehr Zeit hat, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, die ihm im Leben mehr weiterhelfen werden. Wenn du also jemand bist, der sich konstant weiterentwickelt, vor allem auch mit persönlichen Interessen und seinen eigenen Skills,
der permanent versucht, bessere Videos zu machen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Wer bis hierhin geschaut hat, für den habe ich sowieso gute Neuigkeiten, denn euer Interesse an meinem Kanal zeigt ja, dass ihr euch weiterbilden wollt. Da könnt ihr auf jeden Fall euch mal selbst auf die Schulter klopfen. Und als ich letztens mit einem bereits sehr erfolgreichen YouTuber geredet hatte, war das sogar einer der wichtigsten Tipps, die er generell an kleine YouTuber weitergeben würde. Ihr könnt ja mal Vermutungen aufstellen, wer das war. Eventuell kommt ja auch mal eine Kooperation, da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Und übrigens, wenn euch das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich auch selber einen Daumen nach oben freuen. So, kommen wir jetzt zu Anzeichen Nummer 5. Du bist kritikfähig. Wenn man sein Leben lang lernfähig bleiben will, dann gehört vor allem eine Sache dazu. Kritikfähigkeit. Zu Beginn werdet ihr sehr viel Feedback bekommen. Wenn die Videos noch schlecht sind, dann kann das auch mal sehr negativ ausfallen. Aber solange es konstruktiv ist, solltet ihr dankbar dafür sein. Denn Feedback kann auch oft Schwächen zeigen, die man selbst gar nicht so wahrgenommen hat. Wer hier schon nicht mit Kritik umgehen kann, der wird es später sehr schwer haben. Denn wenn ihr erstmal erfolgreicher seid, dann werdet ihr auch viel mit kontroversen Themen zu tun haben. Da macht ihr zum Beispiel vielleicht auch mal eine Produktplatzierung, die bei euren Zuschauern gar nicht gut ankommt. Und gerade wenn dann die Kritik auch noch aus den eigenen Reihen kommt, dann muss man der Situation auch erstmal gewachsen sein. Mein persönlicher Tipp hierfür ist folgender. Selbst wenn jemand mal einen Kommentar schreibt, der nicht 100% sachlich ist, probiert trotzdem immer das konstruktive Feedback zu sehen. Natürlich, wenn es nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen bösen Wörtern ist, die ich aufgrund der Werbefreundlichkeit nicht mal sagen darf, dann weiß man gleich, man hat es mit einem Loser zu tun. Aber oft steckt auch ein wahrer Kern dahinter. Denn heutzutage ist es einfach so, dass vor allem im Internet viele Leute Schwierigkeiten damit haben, sich sachlich auszudrücken. Deswegen probiere ich immer, wenn es irgendwie geht, die Kritik anzunehmen. Außerdem zeigt Kritikfähigkeit ja auch, dass ihr selbstbewusst seid. Und Selbstbewusstsein ist generell eine der wichtigsten Eigenschaften von erfolgreichen YouTubern überhaupt. Zu diesem Thema habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, deswegen verlinke ich euch hier oben mal ein Video zu den 5 Eigenschaften erfolgreicher YouTuber. Es gibt natürlich auch insgesamt noch weitere Anzeichen. Eventuell wird es also auch einen zweiten Teil geben. Was ist denn eurer Meinung nach ein weiterer Beweis dafür, dass man in Zukunft Erfolg haben wird? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. An dieser Stelle bin ich jetzt auch fertig mit dem Video. Abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, haut rein Leute und ciao!